Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Essen-Neuheiten-Vorschauliste hier bei Hunter and Friends. Und ja, heute soll es mal ein bisschen um ja spannende, exotischere, ungewöhnlichere Neuheiten gehen. Die erste Liste, die ich hatte, ja, da waren natürlich viele Allgemeinplätze dabei, klar. Ja, wenn ihr schon selber ein bisschen am Suchen seid, war da jetzt nicht so viel Neues zu entdecken, nehme ich mal an. Das ist halt auch meine Prioritätenliste, da schwimme ich natürlich auch ein bisschen im Strom, ist ganz klar. Interessieren mich auch die Sachen, die viele interessieren. Hier jetzt, ja, so ein paar ungewöhnlichere Exoten ist vielleicht zu viel gesagt, ne? Wer meinen Kanal kennt, der weiß. Ich rezensiere jetzt hier nicht irgendwelche japanischen Super-Exoten, die es nur sehr schwer irgendwie nur am ersten Tag in Essen gibt und dann nie wieder. Das ist nicht so mein Metier, aber ungewöhnliche Spiele, die, sag ich mal, eben nicht so ganz mainstreamig sind, die mich auf die eine oder andere Art sozusagen so getriggert haben, die ich spannend finde, die möchte ich euch heute vorstellen und hoffentlich ist nicht die letzte Top-Liste. Ja, kurz der Reminder noch, der Ticketvorverkauf BerlinCon läuft ja aktuell, ja wie erwartbar, befürchtbar. Die Early Bird Badges, die waren sehr, sehr, sehr schnell weg. Das ist natürlich toll, vielen Dank, dass ihr da so ja so ein treues Publikum auch seid für die BerlinCon, die sich natürlich früh die Badges holen. Führt da dazu, dass einfach Early Bird schnell ausverkauft ist. Wir gucken mal, ob wir das in Zukunft noch ein bisschen anders gestalten, dass da vielleicht ein paar mehr Leute in den Genuss kommen können. So, aber jetzt geht's los. Platz 10 geht an Black Friday von 2F Spiele. Und ich habe es zuerst nicht gecheckt, weil natürlich ist das ein Reprint von 2010, aber sehr verändert, sozusagen updated und revised, also nochmal deutlich überarbeitet. Und da ich das Spiel noch nicht kenne, hat es mich auf jeden Fall getriggert, weil es ist eben ein Aktienspiel. Vor dem großen Börsencrash müssen wir da die Aktienkurse manipulieren, um möglichst ja, vor dem Crash unsere Schäfchen da ins Trockene zu bringen. Das Ganze für 2 bis 5 Spieler, ist auch so ein Automat mit dabei, mit dem man spielen kann. 45 bis 60 Minuten, das Ganze kostet 36 Euro, 2F hat auch so Messepreise und das Ganze gibt es in Halle 3, G128. Platz 9 geht an ein Spiel, das vor allem ungewöhnlich aussieht, nämlich Arborea von LA Cat Games. Ja, und wenn man sich diesen Spielplan anguckt oder auch nur das Cover anguckt, dann sieht man, es ist ganz schön pink. Ganz schön bunt, aber es ist ein anspruchsvolles Euro-Game, ne? Ein Worker-Placement-Game, 1 bis 5 Spieler, 90 bis 120 Minuten und immerhin 3,3 von 5 in der Komplexität bei Boardgame-Geek. Also, ne, das lasst euch nicht täuschen von dieser etwas lieblichen Aufmachung, ihr seht auch, da ist viel, viel Zeug. Es ist auch ein bisschen ein krudes Thema, ich finde, es erinnert so von der Aufmachung und so ein bisschen so an Bitoku, aber das ist jetzt nur so von außen geguckt. Und Arborea ist wirklich quasi die Welt, in der wir uns befinden und wir sind irgendwie so ein Geist und müssen unsere Schäfchen da oder beziehungsweise unsere Dorfbewohner da auf den richtigen Pfad führen. Also ist alles noch so ein bisschen unklar, was das irgendwie am Ende ausmacht, aber allein schon der Look, den finde ich schon interessant. Ist ein großes Spiel, kostet 70 Euro in Halle 3 N120 bei LA Cat Games. Nächstes Spiel hat mich vor allem aufgrund des Themas interessiert und gefesselt und zwar Platz 8 geht an Three Ring Circus von Devir, ja, Halle 3, D129, 35 Euro und natürlich hier das Zirkusthema, ne? Seit Meeple Circus ist das Zirkusthema irgendwie auch so mir ans Herz gewachsen und hier haben wir jetzt aber was anderes, wir haben jetzt hier kein Geschicklichkeits- oder Stapelspiel oder irgendwie sowas, sondern wir haben wirklich ein Strategiespiel, wir sind Zirkusdirektor, wir müssen dann eine Tour machen durch Amerika und wir müssen das alles ordentlich durchführen, brauchen die richtigen Akrobaten und müssen da am Ende dann einfach ja, das meiste rausholen, also ein richtiges Eurogame erwarte ich da auch, 1 bis 4 Spieler, 45 bis 75 Minuten, ja, also vielleicht so Kennerniveau, auf jeden Fall sehr, sehr schönes Thema und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Platz 7, sehr, sehr schön, wobei ich denke jetzt gerade, ich hätte es auch in meiner noch geplanten Liste für kleine Spiele einsortieren müssen, aber es ist wirklich so, wie ich finde, ungewöhnlich und spannend, dass es jetzt hier auch gut passt. Sky Team von Le Scorpion Masqué,
ein Zwei-Personen-Spiel und ein so cooles Thema, wo ich nur hoffe, dass es spielerisch dann auch wirklich zieht. Wir sind nämlich Pilot und Co-Pilot im Cockpit und müssen zusammen fliegen. Ist ja klar, ne? Arbeitsteilung. Das ist natürlich super. Es ist kooperativ, logischerweise. Es wäre nicht so gut, wenn der Co-Pilot und der Pilot nicht kooperieren würden. Ja, wie gesagt, für zwei Spieler dauert nur 15 Minuten. Und Le Scorpion Masqué findet ihr in Halle 6 F300. Kostet allerdings ja, mit 30 Euro. Ist es nicht gerade billig, aber wirklich ja, sollte man sich, glaube ich, angucken. Ist auch wirklich sehr, sehr hübsch. Und hat auch bislang eine gute Bewertung. Natürlich noch wenig Ratings, klar. Aber sollte man sich auf jeden Fall angucken. Platz 6 geht an Chili Fox Games mit Footprints. Und das hat mich vor allem dadurch getriggert, dass ich mehr oder weniger dann rausgekriegt habe, das ist so ein bisschen ein Eldorado-Variante. Da müssen wir eben auch über Deckbuilding so, sozusagen ja, so eine Art Laufspiel machen. Das Thema ist auch ganz interessant. Es sind nach der Eiszeit und müssen jetzt mit unseren Steinzeitleuten da das Land wieder besiedeln, wo sich der Gletscher zurückgezogen hat und ja, da müssen wir auch Ressourcen sammeln und so weiter. Also, aber ich vermute, es ist wirklich eben so ein bisschen an Eldorado angelehnt von Rainer Knizia und ja, ist auf jeden Fall spannend, finde ich, schönes Thema und das findet ihr, also Chili Fox Games findet ihr in Halle 3 F102. 40 Euro soll Footprints kosten. Platz 5 solltet ihr bei Arcane Wonders finden können, Halle 2 E120, und zwar ist die Rede von World Wonders. Wieder mal so ein Spiel, was sich an so ein klassisches Thema ranwagt, wir müssen Weltwunder bauen, aber wenn ich mir so die Bilder angucke vom Spielplan, ist das schon sehr spannend, weil wir wirklich diese Weltwunder so dreidimensional auf dem Spielplan so platzieren können. Erinnert vielleicht auch so ein bisschen an Dominations von letztem Jahr. Das fand ich ja im Endeffekt von Holy Grail Games nicht so 100% überzeugend. Aber hier könnte was dahinter stecken. Spricht mich natürlich auf jeden Fall vom Thema an. Und das Ganze soll 45 Euro kosten. 1-5 Spieler, 50-70 Minuten. Und ja, das sollte man, glaube ich, angucken, wenn man eben sowas, wenn man das Thema mag. Und ja, es ist einfach, es macht halt Spaß, dreidimensionale Gebäude zu bauen. Und ich hoffe mal, dass es ein bisschen mehr Dauer mit sich bringt als Dominations. Platz 4 geht an Albi, die ja sowieso, Charakter 2 habe ich ja schon vorgestellt, haben natürlich eine spannende Neuheit da für die Charakterliebhaber, aber sie haben auch noch eine andere Neuheit und die finde ich auch irgendwie super interessant, nämlich Medieval Jan Tschitschka. Schon mal ein sehr seltsamer Name. Es ist ein Würfel-driven, also mit Würfeln Spiel, was aber vor allem mich gehuckt hat, weil ich gelesen habe, es ist so ein bisschen so ein Sandbox-Spiel. Das heißt, wir laufen dann in so einem mittelalterlichen Setting rum, es gibt so ein Moralsystem und wir sind relativ frei in unseren Entscheidungen oder wo wir sozusagen, wie wir dieses Spiel spielen wollen. Sandbox-Spiele sind natürlich im Brettspielbereich A, nicht so häufig und B, funktionieren sie natürlich auch nicht immer so gut, aber Western Legends zum Beispiel fand ich ein sehr gutes Sandbox-Spiel und ja, wer weiß, vielleicht ist Medieval da auch ein richtig spannender Kandidat. Albi kann man auf jeden Fall was zutrauen. Das Ganze findet ihr in Halle 2 B139. Leider stand noch kein Preis bei BoardGameGeek, aber es soll am 5. Oktober rauskommen, also vermute ich mal, dass es wirklich auch zu kaufen gibt auf der Spiel und ja, ich werde es mir angucken. Platz 3 geht an City of the Great Machine, genau, von Crowd Games, auch etwas ungewöhnlich. Warum habe ich das auf der Liste? Weil es ein Spiel ist, One gegen Many, auch mit einem interessanten Themenmix, würde ich sagen. Es ist nämlich Steampunk-Setting, aber gleichzeitig so ein bisschen so wie
The Matrix im Steampunk-Universum. Also es gibt eine böse Maschine, ja, was ja auch passt zu Steampunk, die versucht quasi so die Welt zu beherrschen und alle Menschen so zu unterdrücken. Und es gibt die Helden, die sozusagen dagegen aufbegehren und da irgendwie obsiegen wollen. Und ja, es ist One versus Many. Man kann die Maschine wohl auch vom Spiel selber kontrollieren lassen. Aber wahrscheinlich spannender ist es, wenn man dann einen Spieler hat, der die Maschine kontrolliert und ihre ganzen Minions und so weiter, was sie hat, und dann gegen die Helden antritt. Das Ganze kostet 65 Euro. Crowd Games auch in Halle 3, also Kennerhalle M124. 1 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten. Naja, ich kann da auch voll daneben liegen bei diesem Spiel, aber das Thema und das Setting mit diesem One gegen Many, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wirklich gespannt bin ich auf Platz 2. Critical Sanctuary Season 1. Und das ist von Gigamic. Und was ist es? So wie ich das momentan interpretiere oder sehe, ist das der Versuch eines neuen Time Stories. Ja, ist vielleicht ein bisschen weiter zum Fenster gelehnt, aber es soll eben auch so eine Art Rollenspiel-Feeling, aber in so einem Brettspielformat bieten. Wie gesagt, Season 1, es zeigt, da wird noch viel kommen. 2 bis 5 Spieler, es soll 30 Minuten gehen, eine Partie, also nicht zu lange. Es soll, Time Stories war ja auch sehr runtergebrochen, aber Time Stories finde ich ja immer noch so ein bisschen hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Das Konzept fand ich total cool. Die Backstory und so, das hat alles nicht so richtig gut für mich funktioniert und die Fälle hatten auch unterschiedliche Qualität. Schon ganz toll, aber irgendwie hat man das Gefühl, da steckt noch mehr drin. Deswegen hoffe ich, dass Critical Sanctuary das vielleicht einlöst, was Time Stories da noch hat vermissen lassen. Gigamic Halle 6 F300 und 32 Euro kostet das Ganze. Ist natürlich erstmal auf Englisch, so wie ich das gesehen habe. Logisch. Also viele von diesen Sachen sind natürlich, die ich jetzt genannt habe, das habe ich jetzt leider nicht immer so dazu gesagt, sind natürlich Englisch, ne? Noch nicht deutsch erschienen, ist klar, sind halt ein bisschen ungewöhnlichere Sachen, aber das solltet euch nicht weiter stören. Ich glaube, das Einzige, was deutsch war, war das Aktienspiel Black Friday, ne? Von 2F, alles andere war nicht deutsch. So. Und jetzt kommt mein Platz 1 und das ist natürlich wieder mehr so ein persönlicher Platz 1, ja, ich weiß nicht, ob ihr da so mitgeht, weil es ist ein Spiel von Phil Eklund. Und Phil Eklund hat ja so verrückte Sachen gemacht wie Bios Genesis und so. Und hier ist was, ich meine, es ist schon fast ein Witz, weil wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, da war auf Platz 1 meiner persönlichen Top 10 Evacuation von Wladimir Suchy. Ich habe dazu gelernt, danke Kommentare, nicht mehr Suchy, Suchy. Und hier ist im Prinzip das gleiche Thema nochmal von Phil Eklund, Interstellar. Wir müssen uns schon wieder darum kümmern, dass die Menschheit nicht untergeht. Aber Phil Eklund, der steht natürlich für sehr komplexe und auch verrückt komplexe Spiele. Das Ganze ist bei Ion Game Design, ist der Verlag. Halle 3 W111 kostet 60 Euro. Sie sagen hier 1 bis 6 Spieler, 60 bis 240 Minuten. Und wenn man auf die Komplexitätsrating und Boardgame Geek, das ist 4,75 von 5. Also das ist Phil Eklund. Vielleicht ist es zu komplex. Also ich muss ja auch ehrlich zugeben, so cool ich sowas wie Bios Genesis finde, es ist wirklich an der Grenze der Spielbarkeit. Hier hoffe ich natürlich, dass die Spielbarkeit auf jeden Fall gegeben ist, weil das schaue ich mir definitiv an. Und ich hoffe natürlich, dass ihr bei mir vorbeiguckt. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein paar interessante Inspirationen bekommen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Video. Ich versuche fleißig noch Videos zu machen. Ich weiß, es ist nicht mehr lang hin. Aber ich bemühe mich. Ansonsten bleibt dran, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns in Essen. Bis dann. Ciao.